Ein wunderschönes Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11. Wir sind im Let's Part in Port Prospect angekommen und wollen natürlich in Erfahrung bringen, wohin der Hofner gelandet ist. Und wir haben im Let's Part ein bisschen was erfahren, dass die Leute, Seemänner hier, jemanden gesehen haben, der übers Wasser läuft. Und was wir auch in Erfahrung bringen konnten, ist, dass es hier ein Seeungeheuer gibt. Und ja, ich denke mal, wir sollten den Leuten hier helfen, ne, die hier leben. Wo sind wir hier gelandet? Wollen wir erstmal gehen wir nach oben. Ne? Ich bleibe mal in der Aussicht genießen, weil ich weiß, da wartet Jessica auf uns und ich bin mir nicht sicher, was es mit ihr auf sich hat. Ich glaube, wir wollen ja noch nicht hier irgendwie verzettelt werden. Wir wollen uns noch schön umgucken. Und Hallöchen, eine Tänzerin. Hallo? Na los, macht es euch bequem. Wenn ihr so früh am Tag hier auftaucht, um mich tanzen zu sehen, müsst ihr vor Ungeduld fast platzen. Aber ihr müsst noch bis heute Abend warten. Ich weiß nicht, ob wir noch bis heute Abend warten können. Hey, seid ihr schon mal von Fräulein Jessica aus Alexander begegnet? Sie ist wirklich in der Augenweite. Sie ist manchmal ein wenig temperamentvoll, aber sie ist der Traum eines jeden Seemanns, das kann ich euch sagen. Ah, Hallöchen. Ich habe von Tod des armen Alice gehört. Ich frage mich, wie die Leute in Alexandria jetzt zurechtkommen. Ich mache mir ziemlich Sorgen, wenn ich ehrlich sein soll. Sorgen sind berechtigt, ne? Immer berechtigt. Lieber zu viel Sorgen als zu wenig, aber man sollte es auch nicht übertreiben, ne? Wer bist du? Ich bin von Ascanta auf den südlichen Kontinent hierher gereist. Ich habe lange auf die Fähre gewartet und hätte nie gedacht, dass die Reise so aufregend sein würde. Was für ein ungewöhnliches Erlebnis. Naja, wir haben Erfahrung bringen können, dass hier ein Seeungeheuer das Unwesen treibt. Ja, ich weiß nicht, soll man bis Nacht warten, um mal die tanzen zu sehen? Ich habe das noch nie gesehen. Wollen wir mal bis nachts warten und dann mal gucken, ob sie tanzt? Weil ich meine es ernsthaft jetzt, ich habe sie nie gesehen. Ich habe das noch nie gesehen hier. Die Tänzerin tanzen. Ich habe hier Bunnies mal tanzen sehen, aber das muss man ja zwangsläufig in der Story. Aber wenn die Tänzerin mal tanzt, das muss man gesehen haben, oder? Oh, dann warten wir bis nachts. Wir können ja schlafen gehen und uns abends aufstehen. Ich meine, wir haben uns eingedeckt, wir sind bestens ausgerüstet. Dann gehen wir nochmal in das Hotel Blutaro. Nicht wahr? Ja, ne? Und würde gerne nur eine kleine Rast einlegen, bis zum Abend. Wir sind zwar nachts hierher gekommen, ne? Aber tagsüber erkundet man am liebsten nicht. Und er ist immer noch am Bauen. Was baut er denn, der kleine grüne Goblin? Sei froh, dass das hier kein Final Fantasy ist, dann wäre es ein Gegner. Definitiv. Na gut. Bis zum Abend haben wir uns jetzt ausgeruht. Und dann gehen wir mal. Ja, mal gucken, ne? Ich hoffe, es lohnt, dass es wenigstens gelohnt. Wenn ihr jetzt einfach nur ein bisschen rumwippt, dann ist es ja, ein bisschen nüchtern, ne? Schauen wir mal. So, natürlich immer noch mit Youngus am Start. Gut, gut, mal gucken. Mal sehen. Also den Barkeeper habe ich nicht erwartet, dass der tanzt. Da hat sich das fast doppelt gelohnt. Kann ich mit dir reden? Na los, tanzt mit mir, seid doch nicht so schüchtern, entspannt euch, lasst euch gehen. Ging ein wenig Spaß, aber dann ist wirklich nichts einzuwenden. Man darf es natürlich nicht übertreiben, das wäre Barbarismus. Bar, habt ihr verstanden? Ja, ja, du arbeitest in der Bar, ne? Und der ist natürlich jetzt drin und ja gut. Ist sehr interessant, dass die beiden Damen abdancen sind. Ich meine, wer bedient? Keiner. Will dann natürlich keiner machen, ne? So, wer seid ihr? Nicht weit entfernt von der Pilgerkai auf dem südlichen Kontinent gibt es eine berühmte Pilgerstätte, die Maila-Abtei. Dort wollte ich eigentlich hin, aber wer weiß, wann die Fähre letztendlich soweit ist. Und du? Ich wollte zur Abtei, weil ich mich ändern möchte. Vielleicht ist das Schicksal, dass die Fähre nun nicht mehr verkehrt. Dass die Fähre nun nicht mehr verkehrt, was? Die Göttin raunt mir zu. Ich soll aufhören, so mir Gedanken zu machen und mein kriminelles Leben fortsetzen. Wenn du das mitnimmst, dann weiß ich nicht. I don't have time to argue. I want you to put out to sea now. My apologies, Miss Jessica, but the waters are simply too dangerous at the moment. Haven't you been listening? I told you I'd take care of that. Please forgive me, Lady Jessica.
There'd be hell to pay from the Albert family if we put you in danger. Is there anyone around here with half a brain? Ah, speak of the devil. You're the travelers from the tower. Die halbe Hirn ist gut. I wanted to properly apologize to you. Well, whatever. I'm glad you're here now. Actually, I have a favor to ask. Would you mind coming over here for a minute? So, you're saying you won't let me fight the sea monster? Well, yes, but I mean... Fine, fine. Not to worry. I've asked these sturdy men to take care of it for me. Okay? Actually, we've been looking for someone to take on that very job ourselves. Well, there you have it. Everyone's happy. Can I count on you guys? Aber claro. I knew I could count on you. I still can't get what we saw in the tower out of my mind. Who is this Dolmagus? And what does he want? And why did he murder my brother? I'll track him to the ends of the earth. But first, we've got to make the waters safe for ships to sail. The sea monster that's standing in our way is supposed to be pretty strong. You'd better be prepared. I'll be waiting here. Come back as soon as you're ready. Bereiter als ihr, kann ich eigentlich nicht sein, ne? Ich zeige euch mal, was ich offscreen gemacht habe. Ich habe mir im Inventar ein bisschen sortiert. Und zwar habe ich jedem mehrere Heilkräuter gegeben, was hoffentlich nützt. Ja, ich meine, bereiter als jetzt kann ich nicht sein. Ich kann natürlich ein paar Level machen, aber... Ja, jetzt noch Level nicht gelöst. Ja, ja. Der Part hat gerade erst angefangen. Okay, then. Quartermaster, prepare the ship. Aye, aye, sir. Und eins kann ich euch sagen, das war auch einer dieser Bosse, wo ich Schwierigkeiten hatte. Die ersten drei Bosse. Danach ging's. Ja. Prepare to set sail! Weigh anchor! These nasty humans and their ships! Always sailing over poor Calamari's head! Yeah, Tenta, yeah. Humans don't have no manners. That's right, Tickles. They don't have none at all, they don't. No! That's why Calamari's gonna stand up for all the poor creatures of the sea. Starting by eating these here humans. Yeah, Tickles, yeah! He'll eat him! Eat him right up! Lustig! Er redet mit seinen Tentakel. Er tut so zumindest, dass seine Tentakel ein Eigenleben haben. Und eine eigene Meinung. So, was wir denn machen werden, ist jetzt, dass wir mal uns konzentrieren und ein bisschen unsere Statuswerte erhöhen.
Denn er kann wirklich sehr gefährlich werden. Weil Flammen tun weh. Seht ihr das? Übel. Richtig übel. Dann machen wir nochmal. Autsch. So, und unsere, ich habe gelesen, dass unsere Konzentration nicht flöten geht, wenn wir uns mit Heilkräutern heilen. Ja, muss ich glaube. Nochmal hier. Youngus hat ja genug Leben. So. Einsicht ist gut. Ermittel. What? Gut. Nun nimmst du mal ein Heilkraut. Auf dich. Du machst mal eine Konzentration. Ja, genau, deswegen muss ich Heilkraut machen. Weil es Aua macht. 50. Erreicht einen Zustand hoher Konzentration. Aber Young, das muss ich nochmal machen. Ich muss leider nochmal ein Heilkraut benutzen für ihn. So. Ah, bringt nichts. Dann greifen wir normal an. Mach 110 Schaden, Alter. Das schmeckt. Wir haben ein Stück rausgeschnitten und dann können wir da schön was essen hinterher. Gut. Du musst dich aber noch leider einmal erhöhen, nicht wahr? Das tut weh, ne? Das tut weh. Du musst sogar 50 sein. So, sehr gut. Gut. Dann greifst du an. Wobei. Zurück. Machen wir Helmspalter. Und da machst du. Du heilst dich. So. Ah, natürlich. Flammen. Alter, das macht fast 40 Schaden. 150. Jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu heilen, ne? Youngus und Miku macht auch. Auf Miku. So. Ja, der kann austeilen. Und früher habe ich oft gegen ihn verloren. Ja, zu meiner Schande, ich habe sehr oft gegen ihn verloren. Na gut, dann. Du konzentrierst dich weiter und du musst dich leider heilen. Weil wir sollen ihn nicht wenn er 39 Schaden macht, will ich ihn nicht unter 40 kommen lassen. Besser ist, ne? Besser ist. Dann macht ihr beide nochmal eine Konzentration, dann müsst ihr euch wahrscheinlich heilen, ne? 20. Oh weh. Auch 20. Youngus. Nein. Du hast noch ein Heilkraut. Benutzt den auf dich. Du machst nochmal Konzentration. Dann bist du auf 50, genau. So. Sehr gut. Das tut weh. Ich muss leider jetzt
wieder ein Heilkraut benutzen. Weil ich nicht weiß, was er im nächsten Zug macht. Weil er kann reinhauen. Und danach greife ich an. Ah, jetzt greife ich an. Jetzt hau ich. Jetzt bin ich. Ich glaube, bei beiden bin ich jetzt auf 50, oder? Ich weiß es nicht. Das macht nichts. Na gut, dann greifen wir an. Helmspalter. Und du greifst so an. 94. Okay, da war doch nicht 50. War nur 20. Ist nicht schlimm. Aber das war's. Yes. Calamari ist besiegt. 311 Erfahrungspunkte. Und 230 Goldmünzen. Wow. Das ist eine Menge. Oh, they were stronger than we thought. We give up. We give up. Sure, it wasn't our fault, though. It was his. That's right, it was. That jester, he came walking on top of the water to us. Just walked over us. He did. Pretty cheeky of a human to pull that little trick off, we thought. So we talked to him, we did. But when he talked, our head got all cloudy-like, and we started attacking ships. We did, we did. It wasn't us, it was that jester, it was. Is this by way of an apology, like? Oh. We found it in the ocean, we did. Go on, take it, mate. It's the least we can do. Eine Goldarmschiene. Well, that is all from us. We are leaving now. We are. Have a pleasant trip. So long. Not bad, guys. You're a lot stronger than you look. You know, we've never properly introduced ourselves. I'm Jessica. Jessica Albert. And who might you be? I'm Yangus, and this is the Gov. Yangus and the Gov, is it? Right. Thanks again for your help with the sea monster. Now, let's find Dormagus. I'm sure you need to get ready first, so let's head back to Port Prospect. I'll tell the captain to weigh anchor. I almost forgot. I called you two thieves back at the tower, and I never formally apologized. So, forgive me. Anyway, I'll talk to the captain. All hands on deck! Weigh anchor and prepare to come about! We're heading back to Port Prospect! Eigentlich will ich nicht zurück. Eigentlich will ich schon gern weiter, ne? Ich will schon gern einen neuen Ort begutachten. Aber das haben wir lange gebraucht dafür, dass der Weg gar nicht so weit aussah. We took care of the sea monster, so I got them to agree to wait for us. I figured you'd like to rest and buy provisions before we set sail again. I'll be waiting for you here. Don't take too long now. We've got work to do. Naja, eigentlich haben wir. Wow, viele Heilkräuter verschwendet. Würde ich gerne noch ein paar, jeweils mal zwei reintun. Nein! Gottes Willen. Dass jeder so zwei Stück hat noch dabei. Ich denke mal, ein guter Schnitt. Und eigentlich sind wir auch gut vorbereitet, sind wir so weit vorbereitet, aber es lohnt sich jetzt nicht so, jetzt irgendwie nur noch einzukaufen. Weil auf der anderen Seite können wir auch genauso gut einkaufen, ne? Eigentlich bin ich so weit. Ja. Wir holen Dormagus ein. Actually, before we go, I have a favor to ask. You're after Dormagus, just like I am, right? We're fighting for the same reasons.
So I was thinking, why don't we do this together? I haven't been studying magic for long, but I still have a lot to offer. What do you say? Ja, auf jeden Fall. Komm mit. I've got a great feeling about this. Thanks, guys. Jessica schließt sich der Gruppe an. Und somit haben wir ein weiteres Gruppenmitglied. Jetzt sind wir zu dritt. Zu dritt, wenn man Pferd und Troll abzieht. Well, now that that's taken care of, let's go. Just where do you think you're going without me and my beautiful princess? All hands on deck! Weigh anchor! Prepare to set sail for Peregrine Key! So, jetzt aber wirklich. Ah, there you are. So what are you two up to? Up to? Me and the Gov was just talking, that's all. Gov, huh? I've been meaning to ask you about that. You know, he doesn't exactly look like your governor. If anything, it looks the other way around. What's the story? Well, I'm glad you asked. The story of how me and the Gov fell in together is an epic tale, full of laughter, frills and tears. It is it? Well, why don't you just give me the highlights? All right, I will. It all started on a fine summer's day. The sound of insects was deafening. I just decided to make a clean break of it. I was well acted off with the old bandithood. So I decided to leave the town that I lived in my whole life and start a fresh life. I ain't exactly a looker, as you can see. Perhaps that's why people treated me funny, everywhere I went, like I was a thief or something. I didn't have no place to go, and not a penny to me name neither. So I ended up... And that's when I run into the Gov here. Hold it right there. Who gave you permission to use my bridge then, eh? Permission? Permission? Your bridge lies within my kingdom, you oaf. What are you on about? A creepy old codger like you? A king? Don't make me laugh. I see your mouth is as vulgar as your face. Yes, I'm the king. And who exactly do you think you are? Me? Hearing my name is enough to make anyone wet their knickers. That's right. You're talking to none other than Yangus, the legendary bandit himself. Yangus? The one and only. Time to cough up. You have to pay if you want to cross my bridge. The one and only Yangus? What a shame there aren't more of you. Now kindly remove your one and only self from my bridge and clear off. Don't push your luck, you green-faced freak. I would have let you go if you'd have kept your gob shut and paid up. But you want to do this the hard way, eh? Now, my boy, now's our chance to cross. Just my bleeding luck. Whoa!
Now that's what I call just desserts. As the saying goes, crime doesn't pay. Let us carry on then, my boy. There, there, my precious Medea. Did the bad man scare you? What are you doing? But he attacked us. Why the devil are you helping him? Just leave him. It's poetic justice. Nay, divine justice. Thank you, Gabner. I thought I was done for. What is the world coming to? Yengus, was it? You can show your gratitude by getting out of our sight. You're having a laugh. What? Still here? If you won't do us the favor of leaving, I'll be happy to provide some encouragement. Mister? No, Governor. I really owe you. You saved my life and everything. You're the bee's knees, Gov. Gov? What is this nonsense? Are you a complete imbecile? This boy is my retainer. If you're in anyone's service, it's mine. Put a sock in it. I ain't talking to you. He's the one who saved me. Put a sock in it! Who do you think you're speaking to, you good-for-nothing scoundrel? So that's how you met. But what happened to all the laughter, thrills and tears? Well, I'm not finished yet. This is the best bit. I haven't told you about how the Gov helped me go straight. Whatever. You can tell me all about it later. Right now, I need some fresh air. I should have known a bird wouldn't get a story like ours, Gov. Still, no skin off my nose. Ja nun, ne? Das war eine rührende Geschichte, oder? Ich hätte eigentlich wissen müssen, dass er selbst so eine Geschichte nicht verstehen würde, Chef. Aber was soll's, mir kann's ja egal sein, hast du eben schon gesagt. Na gut. Ach, das weite Meer. Schön, schön. Dann reden wir mit Leuten nochmal hier, ne? Soll ich direkt zum Heilabteil um mein ehrliches Leben anfangen, oder soll ich runter ins gute alte Pick, ne? Das ist wohl was wie ein Scheideweg in mein Leben, wirklich. Die Qual der Wahl. Stellt euch nur vor, welche Anstrengungen notwendig waren, um vom Flößen und dergleichen zu enormen Schiffen wie diesen hier zu gelangen. Es ist wirklich faszinierend. Ich rede schon wieder viel zu viel. Wenn ich an Bord eines Schiffes bin, verfalle ich oft darauf, über die Zivilisation nachzugrübeln. Das muss die Meeresluft sein. Und du, mein Breiter? Der Himmel hat sich richtig aufgeheitert, was? So müssen Bootsfahrten sein. An solchen Tagen denke ich mir immer, dass das Seemannsdasein doch gar nicht so schlecht ist. Tatsächlich, ja. Das ist eigentlich recht angenehm, ne? Oh, hallo Miko, soll ich euch einfach Chef nennen? Nein. Tut mir leid, war nur ein Scherz, sowas ist eigentlich nicht mein Stil. Ich habe aufs Meer hinausgeblickt und über Dulmelkes nachgedacht. Ich fragte mich, was er auf dem südlichen Kontinent vorhat. Und ich frage mich, was er auf uns warten wird, wenn wir dort ankommen. Es macht mich schon nervös, wenn ich nur daran denke. Wir werden diesen Part auch ankommen. Ich werde es jetzt nicht hier mittendrin auf dem Schiff hier beenden. Das Mädchen, das da drüben aufs Meer hinausschaut, ist das wirklich Fräulein Jessica aus Alexandria? Ja. Das dachte ich mir. Was für eine freudige Überraschung. So ist der Traum als jeden. Dieser Traum eines jeden Matrosens. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal immer so nahe kommen würde. Meine Güte, der ist glücklich. Der ist glücklich. So, geh mal rein da. Oh. Das Pferd, das dort aufgebunden ist, ist eine echte Schönheit. Ich glaube, dass ich noch nie so ein herrliches Tier gesehen habe. Je länger ich es anstarre, desto eleganter wirkt es auf mich. Pass mal auf, dass du dich nicht verliebst, du. Ja, wir wollen es halt, das will ich ja unbedingt vermeiden, ne? Dass ich mal mein Pferd vergreife.
An meine Medea. Oder an die Prinzessin Medea. Ein Gegengiftkraut. Oha, hier ist ja voll viel jetzt zu zerstören. Und eigentlich, jetzt wurde ich gezwungen, den Helden zu spielen, nicht mehr Youngus. Egal, dann ist das auch so, ne? Dann ist das so. Aber bleiben wir alles übrig. Youngus wieder ja oben. Mit dem kann ich ja schlecht jetzt ihn spielen, wenn er nicht bei mir in der Gruppe ist. Ein Lebensam. Heilkräuter. Da ist übrigens auch noch was. Ich will natürlich alles mitnehmen auf dem Schiff. Ein Topfdeckel. Wow. Kann ich das eigentlich auch zerstören? Nee. Das sieht immer so zerstörbar aus. So, da ist noch was. Kann man leicht übersehen, die 10 Goldmünzen. Das lohnt sich definitiv, du. Das lohnt sich. Geh mal da rein. So, hier sind natürlich auch Bücher. Da ist nichts Interessantes bei. Und was haben wir hier? Ja, da ist was. Was ist das? Es ist ein Tagebuch eines Fährmanns. Immer, wenn ich vom Port Prospect aus dem See stehe, sehe ich eine kleine Insel. Es ist nur ein winziges Fleckchen in den Weiten des Ozeans. Doch offenbar steht darauf ein kleines Gebäude, vielleicht sogar eine Burg. Wen mag es wohl auf diese Insel verschlagen haben? Das weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass wir hier diese Truhe öffnen werden. Und wir finden ein Bronzemesser, was wir bald gebrauchen können, tatsächlich. Wie ist das Steuer? Wir können leider nicht steuern. Ist hier sonst so irgendwas Besonderes? Nein, dann reden wir mit unserem König gleich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Diese monsterartige Kreatur hat es sich dort tatsächlich in meinen Raum gemütlich gemacht. Haben Leute denn heutzutage gar keinen Respekt mehr vor meinem erfahrenen Kapitän? Ich habe ihn mehrfach gebeten zu gehen, aber er sagt immer wieder, dass jemand den Raum benötigt, der wichtiger ist als ich. Und außerdem hat er überall sein Gepäck verstreut. Nervt der Kerl. So, erzähl mir, was hast du da für eine Apparatur auf dem Tisch? Was starrst du dir da so an? I did it! I did it! I finally did it! Ah, there you are. Perfect timing. I've got something to show you. Ta-da! Looks like a normal pot, doesn't it? But it's actually a legendary alchemy pot. I can see that doesn't mean much to you. Allow me to explain. The alchemy pot is an invaluable tool for making different kinds of items. It lets you mix different ingredients to create hard-to-find items, armor, and weapons. After my kingdom was cursed, I thought it might come in handy and managed to spirit it out of the castle. But that's not all. I spent night after night trying to get it working again. No, you can thank me later. Right. Well, it's in my carriage, so why don't you give it a try? It's surprisingly easy to use. Die Gruppe kann jetzt König Trodes Alchemiekessel verwenden. Werden wir auf jeden Fall tun, später. Captain, land ho! Belay the rigging and prepare to make port. Aye, aye, sir. Kommen wir langsam aber sicher mal an, ne? Helmsman! Bring us alongside Peregrine Key! It looks like we've arrived. I'll meet you outside town with Medea and the carriage. It wouldn't do to stir up the natives again with my extraordinary appearance. So, wir sind angekommen am Pilgerkai. Wunderschön, wunderschön. Es ist ziemlich beliebt für so ein Örtchen. Aber ich denke mir, dass jetzt steuern wir Youngus. Dass wir nicht mehr Youngus steuern, sondern dass wir jetzt Jessica in unser Team haben und Jessica für eine Zeit lang steuern. Wow, das ist Level 9. Das ist böse. Das ist böse.
Und wir können sie jetzt so spielen. Was halt sehr praktisch ist. Wir können ihr aber auch die anderen Klamotten anziehen. Das zeige ich euch mal. Wir haben die ja. Ich denke mal, dann packe ich das auch Inhalt ansehen. Zeig mal her. So, nehmen wir das hier mal raus. Transfer. Ist das besser? Das macht sie ihre Verteidigung ein bisschen runter. Aber ich zeige euch mal, was ich meine. Man kann jetzt in diesen Klamotten rumlaufen. Cool, oder? Bringt dann zwar nichts, weil Verteidigung ist halt dann geringer. Deswegen rüste ich auch wieder das andere aus. So. Ausrüsten bitte. Ja. Alchemiekessel werden wir auf jeden Fall bald benutzen. Keine Sorge, das wird auf jeden Fall gemacht. Und ja, der Part geht auch schon lange genug. Im nächsten Part geht es dann hier weiter. Wahrscheinlich werde ich sogar noch den Part splitten müssen, weil ich noch leveln wollte. Aber da wir die Stadt dann noch nicht erkundet haben, möchte ich es umgehen jetzt noch in diesen Part drücken, weil der Part geht ja schon lange genug. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.